Eddie Redmayne, so war Stephen Hawking 76, vor seinem Tod. Er spricht über den Mann, den er im Film verkörperte. Eddie Redmayne, 36, spielte 2014 in dem Streifen Die Entdeckung der Unendlichkeit den Physiker und Astrophysiker Stephen Hawking 76. Seine Darstellung des an als erkrankten Genies bescherte ihm seinen ersten Oscar. Zu dem Tod des berühmten Wissenschaftlers hat sich noch nicht geäußert, aber so bewundernd sprach der Academy Award-Träger zu Lebzeiten über ihn. In der Late Night Show Jimmy Kimmel Live beschrieb der Brite den Astrophysiker als einen der charismatischsten Männer, die er je getroffen hätte, und als jemanden, der definitiv ein Frauenheld sei. Er habe mit außerdem einen sehr großzügigen Menschen kennenlernen dürfen. In dem Talk-Format verglich er den damals 73-Jährigen aufgrund seines schäbigen und coolen Sex-Appeals mit Schauspiel-Ikone 24. Auch Stephen war voll des Lobes für den Mann, der ihn porträtierte. Meine besten Glückwünsche an, der einen dafür bekommen hat, mich in Die Entdeckung der Unendlichkeit zu spielen. Das hast du gut gemacht, ich bin sehr stolz auf dich, gratulierte er dem Schauspieler damals via Facebook.